Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 3D, denn ich bin das. Heute befinden wir uns auf der Strecke Köln-Aachen und wir fahren heute die Baureihe 103 von der Deutschen Bahn. 493,8 Tonnen, 9 Wagen und 229,2 Meter lang. Und ich würde sagen, wir beginnen. Und zwar, schaut euch das hier mal an. Würde sagen, das ist doch mal ein nettes Repaint. Aber glaub mal ein Foto von. So, ich würde sagen, wir beginnen aber damit, dass wir hier mal die Türen öffnen. Dazu müssen wir natürlich erstmal den Fahrtrichtungswender einstecken. Zack. Und dann öffnen wir die Türen. Lösen hier natürlich noch den Bremsschlüssel. Das müssen wir aus dem Stand machen. So, dann setzen wir uns wieder hin. Denn wir haben ja noch ein wenig zu tun hier. Und zwar Führerstandsbeleuchtung, Instrumenten, Fahrplanleuchte. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir, glaube ich, alles nicht mehr. Nö, dann können wir uns wieder vorne sitzen. Können hier die Zugsicherungssysteme einstellen. So, die Türen verriegeln. Das ist, glaube ich, alles soweit. Das lassen wir. Das machen wir gleich erst. Und dann würde ich sagen, sind wir soweit. Lösen. Die Bremse. Fahrtrichtungswende ist nach vorne verlegt. Wunderbar. Ich würde sagen, dann können wir loslegen. So, dann können wir auch mittlerweile, glaube ich, den Fahrmotorlüfter einstellen. Wir können uns befreien. Dann können wir uns das mal von außen ansehen. Was sehen wir? Dass wir noch gar keine Fahr... Wieso haben wir denn keine... So macht Sinn. Wieso? Stimmt denn jetzt hier nicht? Jetzt, wieso kriege ich, bekomme ich keine Spitzenlichter an? Stimmt denn hier jetzt nicht? Verstehe ich nicht.
Das ist ein wunderschönes Bild, aber ich verstehe nicht, warum wir keine Spitzenlichter anbekommen. Habe ich den jetzt hier falsch gemacht? Komisch. Fahren wir mit unserem Urlaubsexpress? Kann das sein, dass das irgendwie ein Bug ist? Die leuchten doch zwischendurch auf, oder? Was sagt ihr? Also zumindest die beiden hier. Hier oben tut sich gar nichts. Komisch. Ich verstehe es nicht. Also hinten, Schussleuchten sind an. Ihr seht's. Aber vorne, naja. So, gleich 120. Komisch, scheint ein Bug zu sein.
Nö. Dann weiß ich es auch nicht. Scheint ein Bug zu sein. Fahren wir halt ohne Spitzenlichter. Dennoch sieht der Zug insgesamt sehr schön aus, muss ich wirklich sagen. Trotz des flackernden Spitzenlichtes. Sieht doch irgendwie geil aus, ne? Wie das so aufflackert. So, das TV gleich 160. So, noch 50. Wir fahren hier den Urlaubsexpress von Aachen nach Köln. Es ist ja bald wieder soweit. Bald ist der Sommer da. Dann geht es wieder für viele in den Sommerurlaub, wenn die Sommerferien vor der Tür stehen. 6 lange Wochen. Mindestens für die Kids. Und dann geht es ja für viele auch per Bahn in den Urlaub. Und als kleine Einstimmung würde ich sagen, fahren wir dieses Szenario hier. In einem wunderschönen Repaint, muss man wirklich sagen. Also je näher ich komme, desto... Dann gehen die Lichter aus. Seht ihr das auch? Wenn ich weiter weggehe, sind die Lichter an. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Die Wagen sind von der DB Touristik, ihr seht's.
Wunderschön, wunderschön. Fahren wir schön geschmeidig Richtung Köln auf 43 Kilometer. Dieses Szenario stammt aus dem Creators Club. Dieses Szenario stammt von Gluven. Und auch das Repaint stammt aus der Feder von Gluven. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Verzeih mir bitte, wenn nicht. Stammt aus der Feder von Gluven. Also das Szenario und das Repaint. Braucht ihr beides. Und ihr braucht auch das Farbkleid bzw. die Lackierung von Dosenulf. So nennt er sich wirklich. Für den ICE 1 Deutsche Bundesbahn. Das Repaint braucht ihr und ihr braucht auch von Dosenulf das orientrote AVMMZ das Repaint braucht ihr auch von Dosenulf, um dieses Szenario spielen zu können auf der Strecke Köln-Aachen. So, gleich dürfen wir 200. Ach, jetzt sind wir in der LZB. Ja, wie schön! So, das hätten wir soweit geschafft. Das können wir alles rausholen, was diese Lok besitzt. Oh
mehr Fahrstufen haben wir nicht. Dann schauen wir mal, was geht. Wie schnell diese Lok fahren kann. So, 160 haben wir gleich. Also wir nähern uns in 200. Wahnsinn. Also der schafft das dann doch. Oder sie schafft es. Wir fahren mit der Baureihe 103 201 Kilometer. Quitschi-Überholung. Also hier das Tempo zu halten, das ist gar nicht so einfach.
Aber ich muss mal ganz kurz was auf die Karte schauen, weil da stand irgendwo was von Düren. Okay, wir sind ja schon fast in Köln. Weil in der Beschreibung stand, man sollte vor Düren auf 80 runterbremsen. Hat er jetzt irgendwie, hat er ja auch, aber automatisch. Ja. Okay, haben wir das auch geklärt. Das hat er ja gemacht, ihr wart ja dabei, beziehungsweise ihr habt es ja gesehen, das hat er ja per LZB gemacht. Ja. So, noch 15. Also ich freue mich ehrlich gesagt schon auf den Sommer. Es wird wieder so richtig schön. Vor allem die nächste Tour wird mega schön. Die findet ja auch im Sommer statt. Da ist der Sommer gerade 3 Tage alt. Dann gehört zu uns auf die nächste Tour. Und ja, freue mich da schon mega drauf. Wieder richtig, richtig schön. Diesmal mit Übernachtung. So, und dann sind es noch 12 Kilometer bis Köln. So, das sollte man, glaube ich, mal ein bisschen langsamer werden hier. Mal abschalten. Vielleicht noch 160. Was war das jetzt? Was flackert denn jetzt? Hoppsa. Oh, 70.
Ich hab doch gedrückt. Was ist das denn? Was ist das wieder für ein komisches Szenario? So, noch 2,8 Kilometer. So, 70. Dann fahren wir hier geschmeidig in den Kölner Hauptbahnhof ein. Wunderbar, Bahnsteig 3 werden wir anhalten.
So, drücken wir nochmal die SIFA. Und dann wären wir in Köln. Wunderbar. Türen entriegeln und ganz wichtig, Fahrmotorlüfter aus. Das ist am Bahnhof ganz wichtig. So, und dann wären wir in Köln. Während hier die Leute aussteigen, wahrscheinlich um umzusteigen oder wie auch immer. Auf jeden Fall Schnellfahrstrecke Köln, Köln Hauptbahnhof. Unserem Urlaubsexpress DB Touristik sind wir heile von Aachen nach Köln gekommen, ohne Zwischenfälle, ohne Probleme, ohne Zwangsen. Das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Wenn jetzt hier die Türen schließen, und dann werden wir mal schauen, was passiert. Und dann endet das Szenario an dieser Stelle. Medaillen gibt es im Creators Club nicht, das wisst ihr. Das war's mit dem kleinen Szenario von Aachen nach Köln mit unserem Urlaubsexpress. Dieses Szenario heißt Bunter Paradiesvogel. Findet ihr im Creators Club, falls ihr Lust habt, dieses Szenario mal zu spielen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr seid in einem der nächsten Videos wieder mit am Start. Habt eine schöne Zeit, habt ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal, euer Danny Spieters. Ciao, Servus und Tschüss.